Ein Kreuzbandriss kommt selten alleine. Wie häufig hast du schon mitbekommen, dass Mannschaftskameraden oder Freunde nicht nur einen, sondern einen zweiten oder einen dritten Kreuzbandriss hatten? Ist das Zufall? Ist das normal? Genau darum soll es heute in diesem Video gehen. Allgemein ist es so, dass etwa 30% der Athletinnen oder Athleten, insbesondere wenn sie jung sind, sich einen zweiten Kreuzbandriss zuziehen, nachdem sie einen ersten hatten. Und das Spannende an der Sache ist, dass sie sich gar nicht die Seite verletzen, die ursprünglich betroffen waren, sondern so etwa zwei Drittel sich die andere Seite verletzt, die eigentlich noch total intakt und in Ordnung war. Und das gibt einem ja nun doch erstmal ein bisschen zu denken. Und für mich war das dann auch so dieser Punkt, wo ich so dachte, warum ist es denn jetzt die andere Seite? Weil wenn es jetzt irgendwie nochmal die linke gewesen wäre, dann hätte ich ja gesagt, ja, dann ist wahrscheinlich mein Transplantat schuld. Aber dass meine richtige gesunde Seite war, habe ich gedacht, ja, das kann ja irgendwie nicht normal sein, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Und vor allem, warum habe ich jetzt nach anderthalb Jahren Spielen schon wieder so eine zweite schwere Verletzung? Und andere Mannschaftskameraden von mir oder die allermeisten spielen Volleyball 10, 15, 20, 25 Jahre und haben eben gar nicht so eine Verletzung. Und das war ja auch der ganze Grund, warum ich damals so stutzig wurde und überhaupt in diese Richtung gegangen bin, weil ich einfach mehr darüber wissen wollte. Das grundlegende Problem ist eigentlich gar nicht das Transplantat selber, denn die Transplantate sind sehr reißfest, die sind sehr stabil, die heilen dann ein, sondern das Problem ist tatsächlich eigentlich eine ganze Stufe davor. Und zwar schon bevor du den ersten Kreuzbandriss hast, hast du verschiedene funktionelle Defizite, die stark begünstigen, dass du einen Kreuzbandriss bekommen wirst. Oder bekommen hast, wenn du schon den ersten hattest. Und bei mir waren zum Beispiel solche Defizite ganz klar. Ich habe früher mit Sportgymnastik gemacht und ich hatte eine überaus extremst flexible hintere Oberschenkelmuskulatur, was man für die rhythmische Sportgymnastik braucht, wenn man über Spagat können möchte. Aber für einen Volleyball, wo quasi diese Muskulatur dein vorderes Kreuzband schützen muss, mit diesen ganzen schnellen Stop-and-Go-Bewegungen, ist das natürlich hinreichend schlecht. Zweitens habe ich auch nie Großpropriozeption trainiert oder gut gehabt, weil das braucht man in der rhythmischen Sportgymnastik auch nicht so. Und diese ganzen antizipierten Bewegungen, auch das hat mein Körper eigentlich nie so richtig gut gelernt in sehr, sehr jungen Jahren. Und als ich dann quasi die Sportart gewechselt hatte, dann waren so viele neue Sachen dabei, dass ich quasi noch so viel Aufholbedarf und Defizite hatte, die dann begünstigt haben, dass ich mich überhaupt verletzt habe und dann auch entsprechend zu diesem zweiten Riss geführt haben, weil ich in der ersten Reha halt, naja, etwas blauäugig war und gesagt habe, Krafttraining alleine reicht ja total aus und ich kein propriozeptives Training gemacht habe und ja auch kein Sprungtraining gemacht habe und verschiedenste Fehler gemacht habe, die ich ja auch in einem anderen Video schon ausführlicher erkläre, sodass ich aber so ganz klar sagen kann, ja, wenn man diese verschiedenen funktionellen Defizite nicht ausgleicht, ja, dann hat man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für den zweiten Riss, wie ich es leider selber erleben musste. Und deswegen ist also quasi dieses Training das A und O. Und das Ganze sage ich jetzt natürlich nicht nur aus persönlicher Perspektive, sondern das Ganze ist natürlich auch wissenschaftlich inzwischen durch verschiedenste Studien sehr, sehr gut untermauert. Das heißt, man hat sich angeguckt, Athleten, die einen Kreuzbandriss hatten, und dann hat man sie quasi getestet, man hat die Kraft getestet, man hat die Sprungweite getestet, man hat die Bewegungsqualität getestet, also ob das Knie nach innen wegknickt oder nicht. Und dann hat man eben festgestellt, dass die Athleten, die noch eine große Asymmetrie haben, das heißt, die auf ihrem betroffenen Bein zum Beispiel weniger als 90% des anderen Beins, des unbetroffenen Beins schaffen, dass die ein deutlich erhöhtes Risiko haben, über das Zehnfache sich einen zweiten Riss wieder einzuholen. Und ich denke, deswegen ist es eben so wichtig, dass man eben auch so viel trainiert. Denn wenn man jetzt sagen würde, naja, das Transplantat ist schuld, dass man es nochmal reißt, dass es die gleiche Seite ist, dann muss man sich irgendwie ja auch die Frage stellen, ja, inwiefern ist denn dein Kreuzband schuld? Denn dein Kreuzband, das hast du ja seitdem du geboren bist, das ist perfekt biomechanisch und biologisch angepasst und trotzdem reißt diese Struktur bei dir durch. Aber bei 90% der anderen Athleten, die vielleicht mit dir Basketball oder Handball oder Squash oder was auch immer spielen, der Rest ist eben nicht. Und es ist ja ganz klar bewiesen, dass das Kreuzband die passiven Strukturen quasi die Kräfte ausgleichen müssen, die durch deine Bewegung entstehen, die quasi durch den Boden zu dir hochkommen. Das sind diese Externmomente, so nennen wir sie in der Forschung. Und das Ganze muss durch die Muskeln quasi ausgeglichen werden. Und alles, was da nicht ausgeglichen wird, das geht auf die passiven Strukturen. Und wenn das Ganze also ungünstig zusammenspielt, dann werden diese passiven Strukturen also überbelastet und dann können sie eben auch reißen. Und das zeigt also, es liegt nicht an deinem Transplantat und es liegt auch nicht an deinem ursprünglichen Kreuzband, sondern es liegt ganz alleine daran, wie gut und du deine Muskulatur ansteuern kannst, dass du risikoarme
Bewegungsmuster dir aneignest, die quasi ein gutes Verhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit haben. Und dann wird auch deinen Strukturen nichts passieren. Und um das Ganze zu erreichen, musst du natürlich dich nach deinem ersten Riss wieder strukturiert aufbauen, dass du diese verschiedenen Defizite auch adressierst. Neben Kraft und Propriozeption, was ich genannt habe, gehört dazu auch die Agilität, es gehört dazu die Reaktivität, es gehört dazu, quasi in komplexen Momenten auch schnell Entscheidungen treffen zu können, peripheres Sehen. Also es sind unterschiedliche Sachen, die der Körper eben braucht, um sehr zeitnah schnell gute Bewegungsmuster generieren zu können. Und das kann auch häufig in der normalen Physiotherapie gar nicht gut abgedeckt werden, weil man gar nicht so lange zum Physiotherapeuten gehen kann. All das sind aber Aspekte, die wir in unserem Trainingsplan tatsächlich berücksichtigen, die uns auch ganz, ganz wichtig sind, weil wir aus der Wissenschaft wissen, wie wichtig es ist. Und wenn du jetzt selber gerade Probleme mit deinem Knie hast oder nicht so richtig vorankommst, dann trag dich doch bei uns für ein Beratungsgespräch ein, denn ich bin mir sicher, dass wir dir helfen können. Und ansonsten hoffe ich, dass das Video dir wieder so ein paar neue Infos gebracht hat. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du wieder fürs nächste Video einschaltest und dabei bist und auch einen Kommentar mal unten hinterlässt. Welche Erfahrungen hast du denn nach deinem ersten Kreuzbandriss gehabt? Hattest du einen zweiten? Hattest du sogar schon einen dritten? Was hast du daraus gelernt? Wie gehst du inzwischen damit um? Und ja, ansonsten bleibe ich nun mit einem bis bald.